Am 6. Dezember 2020 ist mein Video zu der Breeze 2 rausgekommen. Heute kommt der Nachfolger, die Breeze Pro. You can never sleep in traffic. There's living steady panic. I know cause I try asking. Now I see through your habits. Just like gadgets. You tell me with the two hands. I'm too bad. Endlich ist sie da, ein Nachfolger für die Breeze 2. Viele haben schon gefragt, wann kommt denn endlich die Breeze 3? Vielleicht ist es auf der Messe soweit. Ich muss euch enttäuschen, eine Breeze 3 wird es nicht zur Messe geben, aber dafür die Breeze Pro, sozusagen schon die Dreier. Wie gesagt, 2,5 Jahre ist es her, dass die Breeze 2 auf den Markt gekommen ist und wahrscheinlich ist es sogar die Pfeife, die ich mit Abstand am meisten in meinem Shisha-Leben geraucht habe. Breeze bedeutet für mich einfach Liebe. Ob die Liebe weitergeht oder diese Liebe ab heute vielleicht gebrochen wird, das finden wir im Review raus. Wie immer hangeln wir uns ganz normal an unseren Review-Punkten entlang, Verarbeitung und Qualität, Design, Optik und der Blow-Off, das Ganze dann abgerundet von dem Rauchverhalten und das alles dann in einem abschließenden Fazit zusammengefasst. Bevor wir aber zu dem ersten Punkt mit Verarbeitung, Qualität und Materialien kommen, erst noch ein paar kleine Daten und Fakten. 200 Euro kostet das Ganze oder wie man wahrscheinlich eher sagen sollte 199, aber wir wissen alle, es sind 200 Euro, die das Ding kostet. Der Lieferumfang hat sich eigentlich nicht verändert, wobei die Breeze jetzt deutlich aufwendiger geworden ist. Wir haben mehr Teile, was also auch für höhere Kosten spricht. Wir haben direkt eine Edelstahlbase, was auch für mehr Kosten spricht. Für 200 Euro kriegt man aber an sich trotzdem nur die Pfeife und das Mundstück, ohne das Extension Kit, was ich hier dran habe. Und was sich die Breeze Pro auf die Flagge geschrieben hat, war vor allem eine Sache. Bei der Breeze 2 gab es 4 verschiedene Blow-Offs, die man aber immer umbauen musste. In der Zwischenzeit gab es auch viele Pfeifen, die dann schon umstellbare Blow-Offs hatten, aber so das Flaggen-Feature der Pro-Variante aus der Breeze-Reihe ist, dass man sie zwar umstellen kann, man aber eigentlich gar nicht sieht, dass man sie umstellen kann. Das heißt, wenn vielleicht Freunde zu euch kommen und die Pfeife zum ersten Mal rauchen, fällt wahrscheinlich vor allem eins auf, das ist hier dieser Knopf, das ist der Press-to-Purge, also das System kennt man schon, zum Beispiel vom Cooling-Diffusor oder auch von der Noob Unique, die hat zum Beispiel auch diesen Knopf, ist also nichts Neues, aber trotzdem sehr schön zu sehen, dass das hier mit eingebaut wurde. Das fällt einem vielleicht an erster Stelle auf, aber nicht, dass man die Blow-Offs umstellen kann. Man sieht ganz klar, wir haben 2 Teller, von daher würde man vermutlich drauf kommen, dass man von dem Teller aus entlüften kann, dass sich aber noch 2 Blow-Offs darin verstecken, plus man theoretisch jede Möglichkeit dazwischen auch noch benutzen kann, weil das ja nicht nur ein An- oder Aus-System ist, sondern basically stufenlos verstellbar und eben damit auch alle Blow-Offs dazwischen möglich sind. Das sieht man maybe nicht in der ersten Sekunde. Wir müssen gar nicht mehr unbedingt so ultra viele Blow-Offs haben. Bei mir ist es meistens eh so, dass ich dann den einen schönen, für mich herausgefundenen Blow-Off die meiste Zeit benutze. Aber wenn man es umstellen kann, macht man es maybe doch häufiger, als wenn man umbauen muss. Die 200 Euro sind meiner Meinung nach damit halbwegs gerechtfertigt. Wir haben bessere Materialien, wir haben mehr Teile, die verbaut sind, wir bekommen mehr Feature. Auch wenn sich der Lieferumfang nicht verändert hat, finde ich es trotzdem okay, dass es 200 Euro sind. Wir hören ja auch immer wieder von den Herstellern, es ist alles so viel teurer geworden. Und von daher finde ich es okay oder zumindest gut, dass wir noch unter den 200 Euro bleiben. Kommen wir aber mal zu unseren normalen Review-Punkten. Angefangen mit Verarbeitung, Qualität und Materialien. Wie ja eben schon ein paar Mal gesagt, haben wir jetzt vor allem keine Pom-Base mehr. Edelstahl hält natürlich länger, hat aber für mich
vielmehr den Vorteil, dass es deutlich schöner ist, weil auch eine Pombase hält mehr als lang genug, sodass man easy die Pfeife rauchen kann. Trotzdem finde ich es schön, dass gerade bei einer Pro-Variante auf jeden Fall Edelstahl verbaut würde. Eine Pro-Variante mit einer Pombase würde sich einfach falsch anfühlen. Die restlichen Materialien sind gewohnt wie von Mose gefertigt. Das heißt, wir haben einen wundervoll entgradeten Teller, sogar beide, also der kleine innere und der große äußere. Wir haben keine Kratzer, wir haben keine komischen Kanten, wir haben keine Gewinde, die schlecht laufen. Das ist alles wunderbar. Also Qualität ist absolut astrein. Ich hatte nie das Problem, dass sich mein Schliffanschluss verheddert hat, dass sich irgendwelche Teile gelöst haben, die sich nicht lösen sollen oder dass sich Teile nicht lösen lassen, die sich eigentlich lösen lassen sollen. Qualität, Verarbeitung, Materialien sind so, wie ich das bei einer 200-Euro-Shisha erwarte, aber genau das bekommen wir eben auch. Wo wir gerade bei den Materialien sind, will ich noch eine Sache sagen, die mich sehr erfreut hat. Das hat mir schon bei der Sphere 2 von Mose sehr gut gefallen, ist jetzt aber auch in der Breeze Pro. Und zwar haben wir einen kompletten Schliff. Wir haben keinen Doppel-O-Ring, wir haben auch keinen Schliff mit einem O-Ring, wir haben einen vollwertigen Schliff. Und auch wenn ich verstehen konnte, dass bei der Breeze 2 der eine O-Ring da so zur Sicherheit noch mit dran war, bin ich der Meinung, wenn die Fertigungsqualität so gut ist wie bei der Breeze, dann brauchst du das nicht. Ein Schliff tut's und ist deutlich einfacher zu benutzen. Und das haben wir jetzt auch und das funktioniert auch wunderbar. Und da bin ich sehr froh drüber, also da eine gute Verbesserung. Wenn wir aber über die Verarbeitung reden, müssen wir noch ein paar Besonderheiten von der Breeze Pro anbringen. Und das ist zum Beispiel, wie wunderschön der Teller in der dafür vorgesehenen Fassung auch wirklich liegt. Das wirkt einfach wie absolute Präzisionsarbeit. Das vermittelt ein super Gefühl, wenn man das Ding zusammenbaut und wenn man das Ding benutzt. Auch so Sachen wie die Feder, die in dem Perch-System verbaut ist, die einfach sehr gut funktioniert und sich sehr gut anfühlt, wenn man das Ganze betätigt. Zugegeben, um das Ganze komplett reinzudrücken, muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden, aber man muss es ja auch nicht komplett benutzen. Was das Ganze ist, erzähle ich euch übrigens genauer beim Rauchverhalten. Auch, dass wieder zwei Bowl-Dichtungen mit dabei sind, wie man das bei Mose mit dem Perfect Fit schon gewohnt ist. Einmal Size A, ein bisschen kleiner und Size 2, ein bisschen größer. Das ist einfach nice. Wir haben auch wieder eine Perfect Fit Kopfdichtung. Ihr kennt mich, ich bin nicht großer Freund von diesen Dichtungen. Ich bin immer noch der Meinung, das Beste, was es gibt, sind die billigen, ekelhaften, hässlichen Kautschukdichtungen. Aber das ist eben auch genau ein Problem mit denen. Die sehen halt nicht so schön aus. Und wenn euch da Optik viel wert ist, dann ist das mit der Perfect Fit Kopfdichtung, die direkt dabei ist, schon mal sehr nice. Ist wieder was, den Preis ein bisschen besser rechtfertigen kann. Ansonsten haben wir natürlich auch viele gewohnte Breeze-Feature. Wir haben einmal komplett die Wavy-Line-Sleeves. Hier seht ihr zum Beispiel die Mint-Variante. Wir haben aber auch eine neue Line, und zwar die Candy-Variante, die nicht eine Farbe mit diesen weißen Verschnörkelungen drin ist, sondern zwei verschiedene Farben plus die weißen Verschnörkelungen. Das heißt, wir haben einige neue Colorways. Und speaking of neue Colorways, die alten, die gehen leider nicht mehr. Dadurch, dass wir hier eben das ausgeklügelte System haben, um die Blow-Offs umzustellen, können wir leider nicht die Sleeves aus den alten Generationen benutzen. Von der Breeze 1 zu der Breeze 2 konnte man ja die Sleeves übernehmen. Man hat verloren, dass man die Blow-Offs oben benutzen konnte. Das heißt, man konnte, wenn man von der Breeze 1 ein Sleeve auf die 2er gepackt hat, nur das Blow-Off unten von der Base benutzen. Jetzt funktioniert es leider gar nicht mehr. Wir haben keine Möglichkeiten, die zu benutzen. Leider. Ist aber auch okay. Ab einem gewissen Punkt muss man wahrscheinlich sagen, jetzt machen wir einen Cut und machen was Neues. Dafür können aber neue Feature eingebaut werden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Design, Optik und Blow-Offs. Design finde ich es unglaublich nice, wie die Pfeife deutlich erwachsener geworden ist. Auch die Pro-Charakteristik findet sich wieder mit der Edelstahl-Base und Co. Aber wir haben nicht die typische Breeze-DNA verloren. Das heißt, man guckt die Pfeife an und man sieht sofort, dass es eine Breeze ist. Man sieht aber auch sofort, dass es keine Breeze 1 oder eine Breeze 2 ist. Und ich glaube, diesen Zwiespalt zu treffen, das ist ziemlich heavy, ist der Pfeife aber unglaublich gut gelungen. Für mich persönlich und bei der Optik müsst ihr immer selbst wissen, gefällt euch das nicht. Ich finde die Pfeife sauschön. Ich hätte mir maybe gewünscht, dass dieser kleine Übergang nicht ganz so hoch gehen würde an der Base. Das aber meckern auf ziemlich hohem Niveau. Wo wir es von Breeze Design DNA haben, wir haben natürlich auch wieder ein Lasering auf dem Teller. Oben am Rand steht erstmal Breeze Pro und in der Mitte haben wir noch eine kleine Verzierung. Was ich sehr geil finde, ist, dass auf der Oberseite von dem unteren Teller auch noch eine Laserung ist. Obwohl das Ding ganz klar nicht mehr zum Umbauen gemacht ist, sondern zum Umstellen, hat Mose trotzdem den Teller lasern lassen. Was ich sehr geil finde, weil das so ein bisschen die Apple-Design-Philosophie ist. Selbst Orte, die die Leute wahrscheinlich seltenst sehen, sollen trotzdem schön sein. Das gefällt mir.
Und dann kommen wir noch kurz zum Design vom Mundstück. Da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Also das Breeze Pro Mundstück, finde ich, wirkt deutlich weniger nach Pro als das Breeze 2 Mundstück. Es ist ein schönes Mundstück und es ist auch schön handlich, aber ich würde auf jeden Fall die Extension mit dazu empfehlen. Ich finde es ohne die Extension am Schreibtisch ziemlich nice, aber auf der Couch ist es doch wirklich sehr kurz. Dasselbe Problem hatten wir auch bei der Breeze 2. Ich muss aber sagen, dass mir das Breeze 2 Mundstück persönlich einfach besser gefällt. Ich habe jetzt aber auch schon von verschiedenen Leuten gehört, dass sie das Mundstück von der Breeze Pro schöner finden. Kann ich persönlich jetzt nicht so nachvollziehen, aber wie gesagt, Design ist am Ende immer Geschmackssache. Und dann kommen noch die Blow-Offs. Da haben wir, wie gesagt, drei Stück. Wir haben einmal von der Base nach oben, vom Teller, also unter dem Teller, nach unten und den gewohnten und beliebten Breeze Blow-Off vom Teller. Und die können wir alle entweder durch das Drehen an der Rauchsäule umstellen, also einmal praktisch den Zugang von unten nach oben freigeben, und wir können am Teller drehen. Der Teller hat übrigens zwei Stufen, die man verstellen kann, und man kann auch am Teller schon die Rauchsäule mitdrehen, wenn man das möchte. Und das heißt praktisch, ich kann hier dran drehen, um jetzt den Zugang auf unten zu haben. Der ist übrigens absolut brachial, was mir sehr gut gefällt. Da ich jetzt an dem Teller gedreht habe, habe ich jetzt praktisch den Durchgang von unten nach oben geöffnet und kann jetzt die zwei Blow-Offs von oben benutzen. Einmal den am Teller und einmal den unter dem Teller. Kennen wir, lieben wir. Drehe ich jetzt ein kleines Stückchen an dem Teller, haben wir jetzt den Blow-Off unter dem Teller nach unten. Und ich glaube, das ist sogar mein absoluter Lieblings-Blow-Off. Der erste Blow-Off von der Base nach oben, den kennen wir schon von sehr vielen Pfeifen. Der ist hier wunderbar gelöst. Es geht sehr einfach zu entlüften und es sieht sehr, sehr schön aus. Aber man ist ihn irgendwie schon ein wenig gewohnt. Den Teller-Blow-Off kennen wir auch schon von der Breeze 2. Ich muss aber sagen, da gibt es ein Mini-Mini-Downgrade im Vergleich zu der Breeze 1. Und zwar haben wir jetzt in der Breeze Pro vier Durchgänge, durch die der Rauch nach oben gelangt. Und das sieht man minimal beim Blow-Off. Plus, an einer Stelle ist ja noch der kleine Pinöpel, der eben das Drehen von dem Sleeve und von dem Teller ermöglicht. Und da sieht man an einer Stelle, dass minimal weniger Rauch kommt. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist aber was, was ich euch auf jeden Fall erzählen möchte. Es sieht trotzdem killer aus, wenn der Rauch zwischen den Tellern von oben nach unten läuft. Aber er sieht nicht ganz so geil aus wie von der Breeze 2. Also der von der Breeze 2 war einfach Perfektion. Der ist sehr, sehr nah dran. Trotzdem killer Blow-Off. So, und jetzt noch mein absoluter Lieblings-Blow-Off. Einfach der Raketenstart. Sieht absolut killer aus. Die Blow-Offs lassen sich leicht verstellen. Der Blow-Off unten geht unglaublich leicht und du kriegst richtig Rauch durchgesetzt. Die oben gehen minimal schwerer, vor allem verglichen mit anderen Pfeifen, die einen Blow-Off über dem Teller oder unter dem Teller, aber halt eben oben haben. Umso weiter wir den Rauch drücken müssen bis zum Blow-Off, umso tendenziell schwerer wird der Blow-Off. Ist bei der Pfeife zwar auch so, aber zum Glück immer noch sehr, sehr leichtgängig. Also auch vom Design für mich alles richtig gemacht, die Breeze DNA genommen, erfolgreich auf ein neues Modell übertragen, aber auch weiterentwickelt, sodass man, wie gesagt, ganz klar sieht, das ist eine neue Pfeife, aber das ist auch eine Breeze. Hervorragend gelungen, für mich nach wie vor eine wunderschöne Pfeife. Gut, die Materialien sind nice, die Verarbeitung ist gut, die Blow-Offs sind am Start und auch das Design gefällt mir persönlich. Fehlt noch der wichtigste Punkt, das Rauchverhalten. Das hat mir bei der Breeze schon immer sehr, sehr gut gefallen. Das war der Grund, warum ich die Breeze so unglaublich oft rauche. Und ich kann zum Glück sagen, auch bei der Breeze Pro ist es sehr stark geworden. Wir haben einen ganz leicht verbesserten Durchzug. Die Breeze-Reihe war nie der offenste Durchzug, den es jemals gab, aber wir sind nochmal ein kleines Stückchen hochgegangen. Ich denke, jetzt sind wir mit der Pro auf einem Level, dass das für so ziemlich jeden, der Funnel raucht, der perfekte Durchzug sein könnte. Für Leute, die Mehrloch rauchen, vor allem wenn sie sehr, sehr fluffig bauen, ist es maybe ein bisschen zu krass vom Durchzug. Da kann man sich aber immer mit ein klein bisschen mehr Wasser oder sowas helfen und dann geht das auch klar. Ich denke aber, der Durchzug ist so ziemlich das Beste, was du als Kompromiss für alle Leute machen kannst. Er ist nicht super offen, er ist definitiv nicht schwergängig, er ist einfach die goldene Mitte. Wo wir gerade beim Rauchverhalten sind, wir haben natürlich wieder den umdrehbaren Diffusor. So verliert man ihn nicht, weil er am Tauchrohr bleibt. Man kann ihn aber an- oder ausmachen. Da habe ich euch auch noch zwei Aufnahmen gemacht. Einmal jetzt ohne Diffusor, das Blubbern. Klingt sehr, sehr schön und sehr voll meiner Meinung nach. Und dann noch einmal mit dem Diffusor.
deutlich leiser, nicht ultimativ leise, aber leise genug, um ganz entspannt bei einem Film rauchen zu können. Und wenn der Diffusor an ist und wir keinen Blubbern haben, ist das Gefühl beim Ziehen wirklich super smooth. Was das Entlüften angeht, funktioniert das auch wunderbar. Das heißt, nicht so der Durchzug und auch der Anzug, wir haben eine kleine Pfeife, der Anzug ist auch hervorragend, auch das Entlüften funktioniert sehr einfach. Und das ist vielleicht die coolste Verbesserung im Vergleich zu der Breeze 2. Wir haben ein sehr leichtgängiges Entlüftungssystem, was sich einfach extrem gut anfühlt. Gerade der unten von der Base nach oben ist so offen, du hast das Gefühl, du kriegst 3000 Liter Rauch pro Millisekunde dadurch. Das fühlt sich einfach geil an und das sieht auch einfach geil aus. Das in Verbindung mit dem natürlich vorhandenen Closed Chamber ist einfach wundervoll gelungen. Wir haben aber beim Entlüften noch ein neues Thema, über das wir reden müssen. Wir kennen das Thema, wie gesagt, schon von anderen Pfeifen, aber wir haben an der Breeze Pro jetzt diesen Knopf hier. Und dieser Knopf ermöglicht euch, dass ihr nie wieder zu heiße Köpfe habt. Das heißt, wenn ihr maybe Freunde habt und ihr wisst, okay, bei denen ist der Kopf manchmal sehr schnell verbrannt, mit der Breeze Pro würde das nicht funktionieren. Zugegeben, es gibt auch von Stimulation den Cooling Adapter, es gibt auch den Cooling Diffusor oder die Noob Unique hat auch so ein Feature, die hat auch genau so einen Knopf, den man dann drücken kann. Wenn man diesen Knopf betätigt, fährt ein kleiner Schaft unten in der Rauchsäule aus, der die Luft umlenkt. Wenn ihr dann in eure Pfeife reinpustet, wird dieser kleine Schaft, der da ausfährt, die Luft umlenken, sodass ihr nicht die Bowl entlüftet. Das passiert auch, aber zu einem kleineren Teil. Der wichtige Fakt ist aber, ihr lenkt Luft direkt in euren Kopf um. Das heißt, wenn ich diesen Knopf jetzt drücke und dann in meine Pfeife puste, sieht man oben einen konstanten Strom an Luft, der aus dem Kopf rauskommt. Wäre dieser Knopf nicht da, haben wir nur einmal kurzen Überdruck in der Bowl, wir drücken das Wasser runter, das Wasser drückt die Luft im Taucher hoch und ein kleiner Luftstoß geht durch den Kopf. Das heißt, wenn ihr Leute seht, die so da sitzen, dann machen die genau das, drücken immer wieder kurz das Wasser in der Bowl runter, sodass Luft hochgedrückt wird und ein wenig Luft durch den Kopf strömt. Wenn wir jetzt allerdings die Breeze Pro haben, dann sieht das nicht wie normalerweise so, ne, ein kurzer Luftstrom, dann ist vorbei, sondern so aus. Ihr seht nicht, was hier über dem Bild, also das, was noch hier oben passiert, was da noch alles rauskommt. Es ist verglichen mit dem normalen Entlüften wahrscheinlich das 20-30-fache, was an Luft durch unseren Kopf geht. Und diese kalte Luft, die durch unseren Kopf strömt, sorgt dafür, dass unser Köpfchen nicht mehr so heiß ist. Das heißt, an dem Punkt, wenn ihr merkt, oh, jetzt müsste ich vielleicht schnell mal an die Kohle, dann musst du eine Kohle runternehmen, dann musst du vielleicht HMD hochheben, dann musst du vielleicht mal drunter pusten, drückst du bei der Pro diesen Knopf, pustest einmal rein und fertig. Die Temperatur im Köpfchen fährt runter, es lässt sich wieder angenehmer rauchen, dein Tabak verbrennt nicht, du hast kein Kratzen. Hervorragendes Feature, was meiner Meinung nach eigentlich viel mehr Pfeifen haben sollten. Wenn euer Kopfbau immer absolut on point ist und ihr niemals Probleme im Hitzemanagement habt, dann ist das ein Feature, was ihr selten benutzt. Aber wenn es doch mal dazu kommt, dass ein Köpfchen zu heiß wird, dann ist es sehr, sehr nice, wenn man das am Start hat. Und dadurch, dass man den Knopf stufenlos drücken kann, das heißt, es ist nicht einfach nur ein An oder ein Aus, man kann praktisch alles in der Bandbreite zwischen 0 und 1 einstellen, könnt ihr auch genau justieren, wie sehr ihr den Kopf gerade kühlen wollt. Wenn ihr den Knopf komplett reindrückt und 5-mal hintereinander eine komplette Ladung Lunge da durchballert, dann ist das Köpfchen wirklich wieder kalt. Dann müsst ihr den erstmal wieder ein bisschen anrauchen. So gut funktioniert dieses Feature. Wo wir gerade über den Button zum Purgen reden, habe ich übrigens ein neues Spielzeug. Ein Thermometer, mit dem ich genau die Temperatur im Köpfchen messen kann. Und genau das habe ich auch mit der Breeze Pro gemacht, um euch zeigen zu können, wie gut dieses System wirklich funktioniert. Ihr seht jetzt einen Graph eingeblendet und in dem Graph geht auf einmal die Kurve stark nach unten und dann wieder leicht nach oben. Und da, wo sie nach unten geht, ist genau der Punkt, wo ich diesen Purge-Knopf gedrückt habe und die kühle Luft durch mein Köpfchen nach oben gelenkt habe. Also da vielleicht sogar Vorsicht und jetzt nicht so oft damit rumspielen, solltet ihr euch eine Breeze Pro ziehen. Ansonsten ist vielleicht das Köpfchen sogar zu gut gekühlt. Das wollen wir auch nicht. By the way, kommt die Pfeife am 14.04. raus, wird es natürlich bei mose-shisha.de geben. Und falls ihr mich supporten wollt, würde ich mich sehr drüber freuen. Die Videos sind sehr aufwendig und das ist ein großes Lob, wenn ihr den Code SWG bei Mose noch bestellt. Ihr kriegt ein kleines Goodie on top, ich kriege ein kleines bisschen Provision. Also falls ihr euch die Pfeife ziehen wollt, sehr, sehr gerne an Code SWG denken. Kuss an jeden, der das macht. Also Rauchverhalten, Durchzug, wunderbar, noch ein kleines bisschen verbessert und meiner Meinung nach der perfekte Durchzug für den Durchschnitt an Leuten. Der Anzug ist dadurch, dass wir eine kleine Pfeife haben, natürlich auch sehr direkt und auch das Entlüften geht wunderbar einfach. Das Ganze kombiniert mit dem kleinen Trick beim Entlüften durch den Push to Purge macht die Pfeife zu einem rundum sorglos Paket. Das abschließende Fazit. Die Breeze DNA bleibt am Leben. Man sieht sofort, dass es eine Breeze ist. Man sieht aber auch sofort, dass es eine neue Breeze ist und zwar die Breeze Pro. Und das
Das finde ich sehr geil. Und ich stelle mir das ziemlich schwer vor. Wenn ich mich jetzt in die Haut von Mose versetze und du hast ein Meisterwerk mit der Breeze 2 gebaut und sollst da noch einen oben drauf setzen, dann muss das schon ziemlich viel Druck sein. Weil imagine, die Pfeife wäre jetzt nicht so gut, wie sie ist. Das wäre schon ziemlich hart gewesen. Ich bin froh, dass es Mose geschafft hat. Von der Optik über das Rauchverhalten als auch die Qualität für mich ein voller Erfolg. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu der Pfeife sagt. Falls ihr euch eine zieht, lasst mir gerne einen Kommentar da mit einem kleinen Fazit, was ihr sagt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn euch die Shisha-Tipps und Reviews gefallen, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, um keine mehr zu verpassen. Gebt dem Daumen gerne noch einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG.